Beim Thema Zeit. Eben jene vergeht. Kommandantin, notiere ein Time und ein Pressure. Und Quartiermeister, ziehe eine Ration Food ab. Erledigt. Den Lawkeeper würde ich jetzt fragen, aber ich weiß es zum Glück aus dem Kopf. Das Buch der Toten ist nicht voll. Wir hören also heute keine Geschichte aus der Vorzeit der Legion. Was schade ist, ich hätte gerne eine erzählt. Zu dieser Zeit also stand die Company in den Diensten des Syndiks von Beryl. Noch weit, falsches Buch. Dann frage ich einfach mal, damit ihr auch mal was Positives hört, den Quartiermeister nach seinen Kampagnenaktionen. Ich müsste zwei haben, habe ich erfahren vom Marschall. Ist es richtig? Yay! Das heißt, ich würde auf jeden Fall einsetzen, wie besprochen und versprochen, um zu rekrutieren. Denn ich denke mal, wir bleiben nicht mehr so lange in Kalesku. Okay. Schreib dir das auf und merk es dir, es könnte sein, dass dies mit der nächsten Mission interagiert. Er kriegt die Truppen auf jeden Fall, just Ich genau. finde das mit dem Rekrutieren gut. Ich gebe aber noch den Input, dass ich noch eine Runde in Kalesko bleiben möchte. Und eventuell haben wir dann nochmal eine Chance auf die Special Mission, die uns beim letzten Mal entgangen ist, wo wir nochmal ein bisschen rekrutieren können. Aber uns fehlen aktuell so viele Leute, dass wir beides gut gebrauchen können. Richtig, weil es ist die letzte Chance zu rekrutieren, danach ist Sense. Ja, es ist die Frage, ob wir jetzt auch genug Leute haben, um überhaupt die Mission ausführen zu können, oder? Also nur die Ravens und die Stacks sind voll, so wie ich das sehe. Boah, Ich das ist sage ja ja, ich genug für zwei bin, Missionen sind. ich sage ja, ich bin absolut dafür zu rekrutieren. So, im schlimmsten Fall, wir können die Star Vipers einmal kurz auflösen und den Ghost aus. Wenn du Star Vipers auflöst, liegt Shreya unter deinem Bett. Ich meine natürlich, dass die Ghost aus bei den Star Vipers aushelfen. Denn Shreya ist natürlich meine beste Freundin und Wenn du deswegen. die Ghost Owls auflöst, sucht der Geist von Sexevich dich heim. So, jetzt ist die Frage, ich wäre gewollt, also wir können das boosten. Das heißt, ich gebe einen Supply aus. Wir haben zurzeit zwei Supply, wäre also eigentlich drin, wenn man es so sieht. Ich sage nächste Runde Assault Wait a an, nicht second. Hast du Supply. eingerechnet, dass ihr letzte Mission zwei Supply oben drauf gekriegt habt? Ja, Das haben wir okay, gut. besprochen, das Ich stimmt. wusste nicht mehr, ob ihr leer wart oder noch welche hattet. Nee, wir waren der, das war ja das Problem. Wir waren sowas von leer. Es ist ja gut, dass ihr euch genau diese Mission in den Schoß gefallen ist. Und jetzt wird der Quartiersmeister natürlich auch noch mal fragen, wie so um die Legion aussieht, ob die ein bisschen Freizeit oder sogar ärztliche Behandlung Eher brauchen. Freizeit. Ich hab vorhin einmal nachgeschaut, die sämtliche Spezialisten sind so gestresst, wie es nur sein kann. Ja, ich glaube, ihr habt echt die letzten freien. War es nicht so, ihr hattet echt die letzten freien Spezialisten, also stressfreien Spezialisten, irgendwie auf die Secondary geschoben? Ne, wir haben also ist die einzigen, die jetzt noch wirklich frei Die Primary meine ich. sind Sky und Kerevich, der hat komplett, also der hat nur seine Er ganz Karjewitsch hat andere Probleme. genau, der hat seine ganz schlimme Wunde, die halt nicht mehr loshört, aber ansonsten ist der gut beieinander, der Mann. Sky hat keinen Stress und keine Corruption. The fuck tust du mit dem, Chamael? Lebt der überhaupt? Was ist das denn für ein Spießer? Der ist ein bisschen schwer fassbar. Also der hat seine Corruption verloren, hat sich ausgebrannt. Nicht, es geht nicht um Karjewitsch, es geht um Sky. Oh, Entschuldigung. Das tut mir ein bisschen weh, weil wir volle Moral haben und den Moralbonus nicht nutzen können durch das. Aber wenn der Stresslevel so hoch ist, dann machen wir das, denke ich. Ich meine, die Spezialisten tragen eure Missionen und ihr habt die Probleme. Ja, gut. Das heißt, wir haben einmal geboostetes Rekrutieren und einmal Ausruhen und Erholen. Okay, schreibt ihr auf, dass ihr gewusst und rekrutiert habt. Wir schieben das gerade noch ein klein wenig vor uns her, ja? Zumindest bis zur Missionsauswahl. Und haben wir ein Langzeitprojekt gerade am Ihr habt Laufen? drei Langzeitprojekte laufen. Ui. Hattet an den Eisenrost und Patina-Granaten. Oh ja. Ich habe hier Ich. Blattstabilisator stehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist ein Langzeitprojekt, das soll bewirken, dass Leute, die Blight haben, trotzdem nicht von höheren Untoten übernommen werden können. Ah. Und du hast uns Bonuspunkte versprochen, wenn wir es bis Skydagger Keep fertig kriegen, hieltest es aber für unwahrscheinlich. Weil ihr könnt vermutlich
wenn ihr niemanden von seiner Blood Condition heilen wollt, den Katalysator der gegen Gewinn bringt, verwenden. Ich würde aber warte eher. kurz, warte kurz, Gemma, hast du die Clocks für Time und Pressure weitergestellt? Also die auf dem Zettel. Time, ja. Pressure, nein. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie hier auch ist. Ich habe es gemacht. Außerdem gibt es noch die Clock-Neuausrichtung der Legionstaktiken, die uns einen Bonuswürfel auf Assault-Missions geben würde. Und davon haben wir in nächster Zeit ein paar vor. Das war auch ein Langzeitprojekt? Das ist auch ein Langzeitprojekt. Allerdings eins, an dem weder der Hammer noch die Arbeiter helfen können. Genau, das macht es nervig, weil wir haben halt keine Aktion für sowas übrig. Ja, also Torsionswaffe bauen ganz oben können wir eigentlich rausnehmen, die ist ja fertig. Und ich würde Eisenrostgranaten bevorzugen, denke ich. Die Torsionswaffe bauen steht mir hier oben, um mich daran zu erinnern, dass ich das Item habe, weil ich zuvor war, eine Balliste rauszusuchen. Achso, ich habe es aber beim Quartiersmeister auch eingetragen. Ja, aber wir haben es auch einfach das Items, Bauen die löschen. Stehen. You are indeed quite right. Feldkanone haben wir auch. Auch die hat kein Tor. Erinnere mich, dass ich mich jetzt nächste Woche drum kümmere. Ja? So, was ist der Plan? Ich würde gern Eisenrostgranaten 2 Ticks voransetzen, dadurch, dass wir einen Hammer und unsere Arbeiterin dafür einsetzen. Klingt vernünftig. Ich glaube, die braucht nur eine, oder? Noch einen jetzt. Ich habe gerade 2 angemacht. Genau. Achso, sorry. Ich stand auf einem. Du warst zu schnell, okay. Okay. Das sind doch mal gute Ergebnisse. Euch geht's schon wieder zu gut. Merkt ihr das? Euch ging's eine Woche scheiße und seitdem geht's euch wieder nur zu gut. Riot. Tut Alter Magnus etwas für euch? Der tut zurzeit nichts für uns. Okay. Dann. Ich glaube, er ist gut eingesetzt, wenn wir. Warte. Na, könnte der nicht mal den Eisenrostgranaten mitbauen? Ist nicht die Bleistabilisator-Uhr eine Alchemisten-Uhr? Yes. Eisenrostgranaten wären auch eine Alchemisten-Uhr. Ich meine, das ist sein Projekt, also sein da Zeug. Da wäre es also. Doch passender, wenn die Granaten erstmal fertig sind und dann wendet man sich dem nächsten zu. Na, der Bleistabilisator ist natürlich cooler. Ach so, Moment. Das heißt. Wenn es eine Alchemisten-Uhr ist, der Alchemist kommt zum Einsatz. Ich glaube, da muss er würfeln, oder? Also du kannst ihn zum Einsatz kommen lassen, du musst nicht. Du kannst es auch über Projekte und Hammer und Arbeiter machen. Nö, der soll mal ruhig. Okay, dann. Der soll mal ruhig ran, der gute Mann. Dann würfel 3 Würfel und nimm plus 1 Effekt, wenn du den Bleitkatalysator aus dem Gerät verwenden möchtest. Der ist dann weg. Okay. Alternativ kannst du ihn verwenden, um eine Blight Condition eines beliebigen Legionärs in äquivalente Corruption aufzuteilen. Ich muss ihn aber jetzt nicht einsetzen. Du musst nicht. Der hält sich. Dann würde ich den nicht einsetzen. Warum 3 Würfel? Weil Alter Magnus Qualität 3 hat. Ach so, okay, genau. Ich fange an, den Mann zu mögen. Ihr habt ja auch irgendwie Effekt gestapelt und gekrittet bis zum geht nicht mehr. Ja, ich keine Ahnung, ich mag ihn. Da ist ein Crit dabei. Da ist die 6, das bedeutet, wir machen 2. Der kriegt keine Corruption. 3. Nein, Crit wären 3. Eine 6 sind 3 Segmente, ein Crit sind 5. Also auf einem Fortune Roll sind 6 3 Segmente, nicht ja. Sorry. Ja. Nee, hier steht 2 Segments, aber hier geht's um, das ist ein Blaze in the Dark Ding. Aber nein, du musst für Corruption separat würfeln. Würfel nochmal 3 Würfel. Ach so, okay. Er bekommt das ist leider keine 6. Nee, ich glaube sogar 2, weil eine kriegt er bei einer 6, beim Crit kriegt er 0. Oh, really? Okay, ja. Dann 2 Corruption verändert. Dann hat er jetzt 7 von 12. Wird interessant. Ihr könnt natürlich auch versuchen, den Blood-Katalysator zu verwenden, um die Blood aus ihm rauszukriegen. Dann eine Überlegung. Beziehungsweise, es könnte sein, dass er auf die Idee kommt, also eigenmächtig auf die Idee kommt, weil er merkt auch, dass die Uhr am Ticken ist. Spätestens, wenn er nochmal würfeln muss, ja, wird er das wohl oder übel dann bald nutzen wollen. Ja, aber nicht heute. Was halt evil shit. More or less. Ihr könntet Experimente an Tieren anfangen. Das wäre ein relativ moderates Langzeitprojekt. Unsere guten Ziegen. Zum Beispiel.
Naja, wir haben aber so viele Langzeitprojekte, wir sollten das mal welche fertig machen, ehe wir weitermachen. Ja, du kannst ja jetzt. Ich meine, ihr habt stark davon profitiert, die Kampagne, über dass ihr halt 2 Gratis-Ticks jedes Mal bekommt. Weil Projekte selber habt ihr fast nie gemacht. Aber gehen wir mal weiter. Habt ihr noch Freeplay-Szenen offen, die erledigt werden müssten? Ja. Okay. Und zwar eine sehr kurze. Und zwar, die Legatin geht hinauf auf die Mauer und stellt sich neben Schreier, blickt eine Weile auch über das Schlachtfeld und meint dann: Ich habe 2 Fragen an euch, Schreier. Die erste ist: Warum lächelt ihr? Nun, wir haben leider fast dran gekriegt. Dies ist ein Grund zur Freude, nicht wahr? Das ist es. Und ich bin froh, dass ihr unversehrt wieder zu uns zurückgekommen seid. Aber verzeiht mir die nächste Frage. Warum ist Bleiter nicht tot? Wir haben euch alle Möglichkeiten gegeben, die wir euch geben konnten. Aber es hat offensichtlich ernsthaft nicht gereicht. Du kommst so mit dem linken Haken rein? Ja. Weil du sagst mir offscreen die ganze Zeit, es reicht nicht, ihr habt nicht, was ihr braucht, um den Broken zu töten. Also ich möchte es jetzt in-game hören. Ja, atmet tief ein und wieder aus und sagt, ich weiß es nicht. Es ist möglich, dass der Cinder King etwas getan hat. Oder das, was auch immer das Breaking mit ihr gemacht hat. Was es schwerer macht, sie tatsächlich zur Ruhe zu bitten. Die Legatin nickt. Gut. Ich kümmere mich drum. Und sie geht. Schreier blickt ihr nicht nach. Murmelt nur irgendetwas von der Schnee wird uns helfen. Ja, der Meinung ist die Legatin auch. Und ja, es wird ein Treffen des Führungsstabes einberufen. Meine Herren? Oh, was gibt's denn, Legatin? Legatin, ja. Es ist bedauerlich, dass unser Lorekeeper gerade nicht bei uns sein kann. Aber sehr bedauerlich. Ja, ich finde fast, wir sollten es ja verschieben. Aber natürlich geht das nicht. Leider geht's nicht. Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Aber ich möchte den Plan auch euch präsentieren. Wir hatten ja vor einer Weile im Tigon Forest ein etwas delikates Thema, als es um das Gift ging, das Bleiter uns zugespielt hat. Ah, richtig, richtig. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Gehörnte getötet werden sollte damit. Ja, ich denke, das wäre ihr am liebsten gewesen. Aber sie wird sicher im Hinterkopf gehabt haben, wen wir wohl angehen könnten, wenn dieser Plan fehlschlägt. Und nun ja, ihr habt es genauso gesehen wie ich. Dieser plötzliche Wintereinbruch, der unnatürliche Schnee, er schadet Bleiters Truppen fast so sehr wie den unseren. Das klingt für mich aber danach, dass wir es ausnutzen sollten und für unseren Vorteil verwenden sollten. Ja, und ich hatte gesagt, ich möchte nichts tun, was Bleiter in die Hände spielt. Es ist ein naheliegender Gedanke, das Gift gegen Breaker einzusetzen. Aber nun ja, ich denke, das ist das, was Bleiter erwarten würde. Und so großes Leid uns Breaker zugefügt hat, ich denke, es kommt dem nicht nahe, was uns Bleiter angetan hat. Für wahr. Und deswegen schlage ich einen anderen Weg vor. Einen Weg, den Bleiter, wie ich hoffe, nicht vorhergesehen hat. Ich möchte mit Breaker sprechen. Wie bitte? Mit ihr sprechen? Wie stellt ihr euch das vor, Legatin? Ich bin nicht sicher, wie es zu realisieren ist, aber ich möchte mit Breaker sprechen.
Denn nach dem, was ich von Schreier erfahren habe, haben wir nicht das, was es braucht, um Bleiter zu töten. Immer noch nicht. Obwohl wir das Schwert haben. Obwohl Schreier so stark geworden ist. Und wer denkt ihr, kennt das Geheimnis? Wer denkt ihr, weiß, wie man Bleiter töten kann, aber kann es selbst nicht tun, weil der Cinderking im Weg ist? Nun ja, aber wie stellt ihr euch das vor? Das wäre ja komplett, also niemals hat ein Mensch es geschafft, sich mit einem der Broken zu unterhalten, ich meine. Und sie ist eine Broken, genauso wie Bleiter. Sie ist genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Wir haben sie vielleicht nur noch nicht richtig kennengelernt. Sie ist genauso schlimm wie Bleiter. Und ich habe nicht vor, mich mit ihr zu verbünden. Aber wenn sie uns diese Information geben würde, dann hätten wir das, was wir bräuchten, um Bleiter auszuschalten. Und das wäre in ihrem Sinne, denke ich. Ja, aber wie stellt ihr euch das vor? Was wollt ihr anbieten, dass wir, also glaubt ihr, dass es das reichen wird für einen Handel mit dieser Teufelin? Nun, der Handel ist, wir bringen Bleiter um. Und der Beweis für ihre Feindseligkeit, wenn sie dann überhaupt einen Beweis braucht, ist, dass wir das Gift haben. Dann können wir das Gift aber nicht mehr gegen sie einsetzen. Nein, diese Möglichkeit geben wir damit aus der Hand. Aber wir haben die Chance auf eine Broken weniger. Ja, aber besteht nicht auch die Chance, dass dadurch Breaker möglicherweise stärker wird? Wir wissen ja nicht wirklich, wir wissen nicht, warum diese beiden umeinander wetteifern. Obwohl, wartet nicht, Sirion, ihr meintet doch herausgefunden zu haben, dass Bleiter versucht, den Cinderking zu stürzen. Um seine Stelle einzunehmen. Sie hofft es vielleicht. Allerdings macht das Wetter ihren Truppen derzeit wohl die größten Sorgen. Und warum sollten wir uns jetzt mit Bleiter anlegen, wenn wir Breaker aus dem Rennen nehmen können und Bleiters geschwächte Truppen dann nur an uns haben? Ich glaube nicht, dass das gelingen würde. Ich denke nicht, dass es so einfach ist. Und denkt ihr das wirklich nur Bleiter gegen den Cinderking intrigiert? Denkt ihr nicht, dass die anderen auch ihre Ziele haben und nur keine Möglichkeit haben, sich gegen ihn aufzulehnen? Auch Bleiter hat noch keinen Weg gefunden. Nun ja, ich möchte ehrlich sagen, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, was in den Köpfen der Gebrochenen vor sich geht. Bis vor kurzem dachte ich noch, dass es eine ungeübte Zusammenarbeit ist, aber doch eine Zusammenarbeit. Ja, Hass gegen die Lebenden scheint mir größer zu sein als irgendein Twist gegeneinander. Ich sage immer so, es ist gefährlich. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen. Bleiter, die uns so viele Wunden zugefügt hat, den finalen Stoß zu verpassen. Gerade jetzt, da sie wohl sowohl körperlich als auch vom Stand her auf dem absteigenden Ast zu sein scheint. Vielleicht können wir das mit dem Gift doch irgendwie für uns behalten und wenn sie sich dann sicher fühlt und wir Bleiter besiegt haben, dann kümmern wir uns um Breaker. Ich denke, wir müssen das Gift auf irgendeine Weise in dieser Intrige einsetzen. Ob nun, um jemanden zu töten oder als Beweis unserer Glaubwürdigkeit. Aber nun, Breaker ist dann ein Problem für einen anderen Tag. Aber wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr es anstellen wollt, mit ihr in Kontakt zu treten? Tja, ich denke, erst einmal müssen wir herausfinden, wo sie genau ist, unsere Spione und Scouts losschicken. Aber das ist tatsächlich der Teil des Plans, bei dem ich auf Ideen von euch gehofft habe. Was denkt ihr, wie könnten wir es schaffen, dass wir mit ihr, dass wir nah genug herankommen, um überhaupt Worte mit ihr wechseln zu können?
Nun, also ich würde mal sagen, vielleicht wie in den Legenden ein Pfeil mit einer Nachricht daran. Ihr wisst. Dann aber bitte genau in ihr Auge. Dann hat sie nur noch eins zum Lesen. Ich fürchte, das wird nicht so einfach sein. Jetzt wisst ihr selber, Spymaster. Ihr unterschätzt, wie widerstandsfähig die Augen von so einem Broken sind. Also ich denke mal, wir sollten den Rat einholen von dem, der sie am besten kennt. Ich glaube, das ist der Eisvogel, oder? Oder der, wie wird er jetzt genannt, Phönix? Ihr meint Breaker? Er meint Karjewitsch. Er meint, dass der Breaker besonders kennt. Ja, hat der nicht gegen sie oder gegen ihre Truppen zumindest gekämpft, als er da in der Einöde war? Gegen Fledermäuse hat er gekämpft, aber mit Breaker selber hat er noch nie zu tun. Aber ich meine, er hat natürlich krasse Fähigkeiten. Waren es nur gegen ihre Truppen? Also ich würde gern was mit Sky versuchen, aber das ist tatsächlich erst, das ist quasi der erstmal der Teil, oh, wir schicken unsere Scouts und Spione. Aber ich habe eine andere Bedenkung, die mir gerade noch einfällt. Wie wollen wir dieses Treffen vereinbaren, ohne dass die Stadt uns danach versucht, zum Teufel zu jagen? Immerhin, ihr versteht, dass das nicht allzu unauffällig passieren kann. Oh, ich denke, es muss unauffällig passieren. Und ich denke, dass wir, oder sagen wir besser, dass eine Person zu ihr gehen muss. Denn wir können sie schlecht in die Stadt einladen. Natürlich, aber einen alleine? Boah, diese Mission wird mir unangenehmer und unangenehmer, ihr versteht. Nun, wir könnten ein Squad ausschicken. Ich hatte ohnehin vor, ein Squad zu schicken, bevor wir aufbrechen, um Lugos zur Strecke zu bringen. Der ist auch nicht einfacher zu fangen wie die anderen. Das ist wahr. Wir könnten ein Squad schicken, um, nun ja, entweder mich zu eskortieren oder... Nein, das geht auf keinen Fall. Das ist zu gefährlich. Ja, aber diese Sache ist so wichtig. Nun, lasst uns vielleicht erst einmal herausfinden, wo Breaker sich genau aufhält. Ich denke, wir haben dann noch einige Zeit zu überlegen. Und nun, wenn uns die Sache wie eine schlechte Idee vorkommt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dieses Gift in irgendeine eurer Kisten zu tun, Ashrakhan, und zu vergessen, dass wir es je erhalten haben. Und irgendwann, in 100 Jahren, hat dann irgendein Scout eine neue Special Ability. Ja.